Das Dorf Aisch liegt an der Aisch. An dem mittelfränkischen Flüsschen steht auch das Fischerheim des dortigen Fischereivereins. Alle Jahre im Juli oder August wird gefeiert. Nicht nur mit Fischsemmeln und Makrelen werden die Vereinsmitglieder und Gäste bewirtet. Die Angler mögen auch, wir sind ja in Franken, Bratwürst und Fleischiges. Die Teilnehmer kommen schon am Vortag des Hegefischens zur Anmeldung. Ich bin wegen der Schwarzmundgrundeln gekommen. Das ist eine eingeschleppte Fischart, die in der Aisch auf dem Vormarsch sein soll. Margit Paulus will am nächsten Tag welche fangen. Sie ist zweite Vorsitzende im Aischer Verein. Ja, und wir gehen mal auf Grundeln. Ja, schauen wir mal, ob wir welche erwischen. Du nimmst, also du fischst nicht mit und nimmst jetzt Zeit dafür. Genau. Die haben ja fast keine Geräten, gell? Die kann man gut essen. Aber die Grundeln? Keine Ahnung, ich habe noch keine gegessen. Keine Ahnung, ob die Geräten haben oder nicht. Ob man es überhaupt essen kann. Makrelen isst man lieber wie Schwarzmundgrundeln. Im eigenen Angelgewässer will die keiner haben. Wir haben sie noch nicht, Gott sei Dank. Und die Kremsdorfer wahrscheinlich auch noch, auch nicht, noch oder? Nicht. Hast du da noch nichts gehört? Nee. Aber unterhalb, die haben doch alle schon gefangen, ne? Die Willersdorfer, die Schlammersdorfer. Also Bereich Oberfranken, die ja näher am Kanal sind, die haben das Best schon. Wie spatz ich Best ein? Es ist halt bloß so ein großer Fisch, ne? Ja. Und wie willst du den richtig verwerten? Ne? Also, du kannst den nicht richtig filetieren. Ja, wer sich zum Fischen anmeldet, möchte statt einer Grundel lieber einen Karpfen fangen. Natürlich einen möglichst schweren. Aber am nächsten Tag war bei Margit Paulus und ihrem Mann Franz Loh die Schwarzmundgrundel der Zielfisch. Im Main-Donau-Kanal soll es Grundeln massenhaft geben. Den Fischern sind sie lästig, weil zu oft am Köder. Wenn eine anbeißt, muss man sie mitnehmen. Bruträuber sollen sie sein und heimische Arten gefährden. Das ist aber umstritten. Ob uns hier an der Sportinsel bei Forchheim das Anglerglück winkt? Der aus unserem Verein hat gesagt, die sitzen da am Kanal zwischen den Steinen. Also wenn ich an die Sportinsel gehe und zwischen den Steinen fische, fange ich auf jeden Fall welche, hat er gemeint. Also das am Rand. Ja, endlich. Ja, da ist einer. Ja, das ist ein Schwarzmundgrundel. Ja, so schaut der aus. Ganz schöne. Und da unten hat es auch nochmal, das ist wie ein Saugnapf. Mhm. Saugt er sich fest. Der Augenfleck der vorderen Rückenflosse ist ein Merkmal der Schwarzmundgrundel. Im Kanal gibt es auch andere Grundelarten. Fast alle sind sie Neozoen, also Neulinge im heimischen Tierreich. In Franken hat sich die Schwarzmundgrundel im letzten Jahrzehnt explosionsartig vermehrt. Ja, und wie kommen die Grundeln da überhaupt her? Also, ja, so Kanal sind sie verbreitet, weißt du? Ja, so viel ich gehört habe, sind die halt mit den Schiffen gekommen, die da bei uns hier die Sachen abholen. Die sind mit Wasser beladen, lassen dann das Wasser hier ab, wo die Grundeln drin sind. Und laden hier dann und so kommen die Grundeln rein. Und der Kanal muss ziemlich verseucht sein. Und jetzt steigen sie halt auch schon in die Flüsse auf. Wir haben zwar nur drei gefangen, aber anscheinend fühlt sich die Schwarzmundgrundel im Süßwasser, in das sie die Schiffe mit dem Ballastwasser verschleppen, genauso wohl wie in den heimischen Salz- und Brackwasserzonen der Flussmündungen ums Schwarze Meer. Auch im Aischgrund mit seinen Teichen, eher bekannt für die Karpfenzucht, scheint es ihr zu gefallen. Hier zwischen Forchheim und Bamberg mündet die Aisch nahe dem Kanal in die Regnitz. Also da drüben, das breitere ist die Regnitz. Mhm. Das schmälere, aber ein bisschen schnellere ist die Aisch. Und hier fließen sie zusammen. Und dann fließen sie noch ein kleines Stück gemeinsam und unten fließen sie in den Kanal. Und dieser Kanal fließt dann weiter nach Bamberg. Und so hat die Grundel natürlich viele Wege, sich auszubreiten. Mhm. Und wie weit ist sie schon gekommen in der Aisch? Margit Paulus meint bis hierher, zur Aischer Mühle. Sie bildet eine Barriere im Fluss. Bisher haben wir die Grundeln nur unterhalb gehabt. Da oben haben wir noch keine gefangen. Mhm. Unten sind sie schon gefangen worden. Hast du schon mal eine gefangen? Da? Ich habe noch keine gefangen. In der Aisch habe ich noch keine gefangen, aber ich kenne welche. Ich habe mich ein bisschen erkundigt. Es sind schon welche gefangen worden, aber alle unterhalb von der Aischer Mühle. Scheinbar kommen wir da nicht drüber. Ja, da unten die Kleinen, das könnten wirklich welche sein.
Hast du schon welche zubereitet? Nein, ich habe noch keine zubereitet, weil ich habe in der Aischau noch keine gefangen. Ich fische ja meistens oberhalb. Ja, ja. Aber ich weiß, dass schon welche gefangen worden sind. Und die haben es aber auch nicht zubereitet, weil die haben nur einzelne immer gefangen und einen einzelnen kleinen Fisch. Die haben ja zum Teil gar nicht gewusst, was für einen Fisch gefangen haben. Ja. Ja, und jetzt schauen wir mal zu den Fischern beim Hegefischen, die gewiss keine Grundeln fangen wollen. Haben sie was erwischt? Ja, einen kleinen. Ein kleiner? Ja. Was? Ein Karpfen? Karpfen, ja. Und ob sie gewonnen haben sie auch nicht gefangen dazu? Nix. Das Beifang, gar nichts. Nix. Die Grundeln, die Schwarzmundgrundeln? Das sind Parasiten auf Deutsch gesagt. Ach so. Also die mag keiner. Nein. Aber einen Karpfen schon. Der schwerste Einzelfisch wird prämiert und das schwerste gefangene Paar eines Fischers. Und der muss jetzt auch zum Wiegen? Ja, ist ein wenig zu klein. Mit dem mache ich keinen ersten Platz, aber ein schöner Eisgründer ist es trotzdem. Und hast du was gefangen? Leider nicht. Gar nichts? Leider nicht. Also das heißt dann auch kein Grundel? Leider nicht. Sind aber vom Braten her, wenn man es macht, sehr schmackhaft. Habt ihr schon probiert? Ja. Aha. Ganz normal. Man hat nicht viel davon. Man braucht schon einige dafür, dass man ein bisschen satt wird. Servus. Der Franz Loh ist noch mal los und hat im Kanal wirklich noch ein paar Grundeln gefangen, das sich's zubereiten rentiert. Mit unseren drei werden wir ja nicht weit kommen. Ne? Ja. Wir haben gut gebissen. Aber alle Größen. Ja. Das ist unglaublich. Nach dem Fischen treffen sich alle Angler, um die Fänge zu begutachten und die Siege zu ermitteln. Mit den Grundeln braucht man da nicht zu kommen. Aber ein paar Jungfischer waren neugierig. Margit hat gesagt, wir sollen uns mal die schwarzen Grundeln. Hast du mal so eine gesehen? Ja, hier von den Ach, hier bei uns. Aber fangen hast du noch keine? Unglaublich, oder? Hast du schon welche gefangen? Wo? In der Aischach? Ja. Wo? Hier, da oben. Das oberhalb? Bei uns? Mhm. Wirklich? Wann? Wann hast du die gefangen? Ja, halb. So schwarz rum, bei uns oben. Machen wir auch noch. Ja, auch bei den Steinkrabben da oben. Hm? Also noch weiter oben, da bei Nanz. Stellt uns das Programm auf den Kopf. Ja, weil wir gedacht haben, die ist bisher erst bei der Mühle angelangt und noch nicht weiter oben. Was hast du mit der gemacht? Spinnst du? Bleib bei dir. Die Festlaune hat die Kunde vom Grenzübertritt der Grundelart nicht getrübt, obwohl sie überraschend war. Mich hat überrascht, was beim Fischefest aus der Küche kam. Einen Schweinebraten mit Rindersauce. Also Schweinefleisch mit Rindersauce. Zweimal Wildschwein. Also ein Fisch hat es nicht gegeben. Aber bei den Fischen ist wohl so wie bei den Metzger. Die mögen oft selber kein Fleisch und keine Wurst. Vielleicht will man aber einfach nur das, was man oft isst, nicht auch noch bei einem Fest haben. Fürs Zubereiten der Grundeln wäre in der Küche unten kein Platz mehr gewesen. Aber zum Glück gibt es im Fischerheim oben auch noch eine Küche. Dann nehmen wir uns jetzt mal die größte Grundel vor. Wie schaut es innen aus? Innen? Ja, schwarz, gell? Innen haben die irgendwie so ein schwarzes Fell, genau. Ja, warum sollen die jetzt nicht gut sein? Ja, keine Ahnung. Wir probieren es. Im Kaukasus sind ja Delikatesse. Ich meine, es gibt ja mehr so kleine Sachen, die man kocht, ne? Schnecken oder so sind ja nicht größer. Muscheln, Austern. Jetzt haben wir ja vorhin gehört von unserem einen Jugendlichen, dass er angeblich oberhalb der Eischermühle auch schon eine Grundel gefangen hat. Das ist natürlich insofern interessant. Da müssen wir uns tatsächlich überlegen, wie man so einen Fisch verwerten kann. Weil wenn man die fängt, irgendwas muss man ja damit machen. Muss man sich halt schlau machen, wie man die verwerten kann. Essen kann man sie ganz bestimmt. Zwei Barsche sind auch dabei rechts. Ja, dann schauen wir mal, was hat er. Wie machst du es? Am einfachsten ist immer salzen, pfeffern, mehlen und anbraten. Man könnte die Grundeln sicher auch wie Ölsardinen machen oder sauer wie Brathering. Also ich verstehe auch nicht, warum man da so Abneigung dagegen hat. Wahrscheinlich ja, aber stell dir mal vor, ein Fischer bringt seiner Frau 15 von den Dingen mit heim. Ja. Und die Frau ist keine Fischerin. Die ja. sagt, schleicht dich. Stefan, ich glaube, wir sind fertig. Kannst du das probieren? Schau mal, wie gut die ausschauen. Das sieht ja lecker. Sieht echt gut aus. Das reicht ja bloß für einen hohlen Zahn, gell? Das stimmt. Habt ihr? Sag bloß, ihr habt einen hohlen Zahn.
also weiches Fleisch und ja, so ein bisschen nussig und so. Also mhm. Und Geschmack, ja gut. Das ist geil. Sehr gut. Kann man essen. Ja? Also ich finde es sehr gut. Ja, vielleicht kommen die Schweinsbratenesser da unten auch auf den Geschmack. Für mich haben die Grundeln Gourmetpotenzial. Der ein oder andere Fischer an der Aisch hat vielleicht schon anbissen.